Heute ist ein wunderschöner Tag, genauso wie ich's mag. Okay, heute ist so ein herrlicher Tag. Draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern um die Wette und ich kann es kaum erwarten, rauszugehen. Der UV-Index liegt allerdings bereits zwischen 3 und 5. Das heißt, ich gehe definitiv nicht ohne meine Sonnencreme nach draußen und deshalb ist das der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder einen Sunscreen Sunday zu machen und euch eine Sonnencreme zu zeigen, die ich persönlich richtig, richtig toll finde und die auch sehr, sehr regelmäßig bei YesStyle im Angebot ist. Das heißt, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt auf YesStyle unterwegs seid, dann bekommt ihr diese grandiose Sonnencreme für unter 10 Euro. Und die Rede ist von diesem Hyalucica Water Fit Serum von Skin Chonsa. Und wie immer starte ich natürlich mit meinem eigenen Gesichtswasser, denn auf meiner fettarmen Haut funktionieren viele Produkte einfach auf feuchter Haut deutlich, deutlich besser. Und ich kriege eben auch noch on top zusätzlich Niacinamid, Ektoin, Panthenol und Grünteeextrakt. 6 Pumphübe von dieser Sonnencreme entsprechen 1 Gramm. Das habe ich zuvor einige Male abgewogen. Das heißt, das hier ist ungefähr die Menge, die ihr im Gesicht auftragen müsst, um den deklarierten Schutz zu erreichen. Und genau das mache ich jetzt. Ihr seht, lässt sie sich problemlos verteilen. Hier rollt sich nichts ab, es krümelt nichts und sie spreitet wirklich wunderbar auf der Haut. Ich habe beim Auftragen auch jedes Mal das Gefühl, dass mir diese Sonnencreme einen Feuchtigkeitskick gibt. Also sie fühlt sich so ein bisschen feucht an und ja, so juicy auf der Haut und da bin ich persönlich ein riesengroßer Fan von. Werfen wir mal einen Blick auf die ungeschönte und ungefilterte Wahrheit. So sieht die Sonnencreme von Skin Chonsa direkt nach dem Auftrag in der korrekten Auftragsmenge aus. Aber da ich eine fettarme Haut habe, bin ich mir natürlich dessen bewusst, dass das nach 15 Minuten ein klein wenig anders aussehen wird, weil der Glanz sich so ein bisschen setzt. Die Sonnencreme performt nicht nur großartig, sondern überzeugt auch noch durch eine tolle Formulierung. Es wurden viele moderne und auch gut verträgliche UV-Filter verarbeitet. Außerdem sind noch beruhigende sowie antioxidative Bestandteile enthalten. Und es sind zusätzlich verschiedene Formen des Hyalurons drin, die feuchtigkeitsbindend wirken können. Außerdem ist die Sonnencreme vegan und komplett parfümfrei. Ehrlich gesagt liebe ich dieses Finish, weil ich eine fettarme Haut habe und dadurch wirkt sie einfach ohne jegliche Hautpflege relativ stumpf und deswegen ist es einfach schön, sie mal so zu sehen und sie natürlich auch gleichzeitig schützen zu können. Und ich weiß auch, dass sie im Laufe des Tages diesen Glanz immer mehr aufsaugen wird. Also das Ganze bleibt dennoch so ein bisschen glowy und juicy, aber nicht so intensiv wie direkt nach dem Auftrag. Und dennoch fühlt sich die Sonnencreme überhaupt nicht schwer an. Sie fühlt sich null ölig oder schwartig an. Sie ist sehr, sehr angenehm vom Tragekomfort. Und ich meine, die Performance habt ihr gesehen. Sie lässt sich richtig, richtig gut verteilen. Sie brennt bei mir auch nicht in den Augen. Ich kann euch leider nichts dazu sagen, wie sie unter stark deckender Foundation aussieht, weil ich mittlerweile keine stark deckende Foundation mehr trage. Also wenn, dann benutze ich eher Skin Tints oder ich verwende meine Cushion Foundation von Mizone. Die hat auch eher eine leichtere bis mittlere Deckkraft, je nachdem, wie sehr man sie aufbauen möchte. Und damit funktioniert diese Sonnencreme einwandfrei. Dann gehe ich mal ein bisschen an der Elbe spazieren, bevor die Sonne es sich anders überlegt und hinter den Wolken verschwindet. Und ihr schreibt mir währenddessen in die Kommentare, was ihr von dieser Sonnencreme haltet, ob ihr sie eventuell getestet habt und welche Sonnencreme ich mir als nächstes anschauen soll.